Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bus Simulator 21. Ja, letzte Folge, wieder mal eine Mission abgeschlossen. Es geht hier Schlag auf Schlag auf dem Kanal mit den Missionen. Ja, diese Folge fangen wir quasi mit der nächsten Mission an und ich wollte dafür jetzt noch eine weitere Linie einrichten, weil wir sollen ja nochmal Puppies Rest anfahren und ich würde gerne mal Baytree anbinden. Wir haben dieses Gebiet schon freigeschaltet gehabt, es gab aber noch nicht wirklich eine Mission, wo das eingebunden war. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen jetzt noch eine kleine Route von Baytree bis zum Observatorium hoch, fahren da ein paar Haltestellen an und ja, schauen dann einfach mal. Ist nur die Frage, wie fahren wir hier Baytree an? Ich würde gerne so viele Haltestellen wie möglich mitnehmen und ich würde eigentlich gerne hier auch mittig durchfahren. Muss ich sagen. Das ist, glaube ich, eine Einbahnstraße oder eine Busstraße, Busspur. Ja, ich kann die Haltestelle nicht umdrehen, also wird es auch so sein. Könnte quasi hier einen Bogen fahren, dann rüber hier Puppies Rest. Dann nochmal das Observatorium. Und dann würde ich sagen, soll die Linie auch schon fast wieder zurückgehen. Vielleicht noch hier, hier. Wobei, dann fahre ich einfach einmal da eine leere Schleife. Das wäre ja auch ein bisschen dämlich. Ne, ich glaube, wir lassen die Linie so. Dann geht es nach dem Observatorium quasi wieder zurück. Oder wir könnten nochmal hier einen Halt einfügen eigentlich. Weil wir müssen das Gebiet ja auf Stufe 3 leveln und da ist natürlich gut, wenn wir dann so viele Haltestellen wie möglich hier anfahren. Nehmen wir die noch mit und die zwei, dann sind wir wieder ausbalanciert. Haben hier viele Haltestellen mit dabei. Ich denke mal, so bin ich zufrieden. Ist zwar hier ein blödes Gekurve am Ende. Oder wir fahren nicht die Haltestelle an, sondern fahren hier irgendwie einen Bogen, aber nee, es wäre auch blöd. Die wäre zwar ganz passend, aber wir hätten keine andere in der Farbe. Gut, dann lassen wir das so. Route 21, was brauchen wir da für einen Bus? Vollzeit 0 von 5. Lässt gerade meine Stimme nach. Entschuldigung. So, Vollzeitbus. Was haben wir da noch Schönes? Wir hätten eine 2er Busladung, 4er, 2, 2. Wir brauchen 2, 3 quasi. Also können wir schon mal irgendeinen davon auf die Linie schicken. Ich bin für den MAN, Line City Stadtbus. Und dann brauchen wir noch einen 3er Bus. Das heißt, wir machen jetzt mal einen kleinen Ausflug zum Bushändler. Ich glaube, das ist ja ein Depot nur oder so. Ne, Händler. Gut, dann gehen wir schnell dahin. Dann haben wir schon den ersten Punkt von der neuen Mission abgeschlossen. Verbindet zwei Routen mit dem Observatorium. Haben wir schon mal geschafft. Jetzt ist halt noch die Frage, was nehmen wir noch für einen Bus? Zweierladung, Vierer, 4, 2, 2, 2. 3, 3. Ja, E-Bus weiß ich nicht. Hatten wir, glaube ich, in der letzten Zeit genug E-Busse. Setra, der war eigentlich richtig, richtig cool vom Fahren. Er hat sich gut angefühlt. Vierer-Busladung, Vierer-Busladung, Dreier-Busladung. Der, ich wusste gar nicht, dass wir den freigeschaltet haben, aber ja, Mann. Der wird's. Ich bin noch nie Doppeldecker hier in dem Spiel gefahren. Ist aber halt auch ein mega langes Teil. Ja, der passt doch perfekt für so eine Route, oder? Auf jeden Fall. Kann man da auch hoch? Ja, tatsächlich. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Schon cool irgendwie, finde ich. Na, mal schauen, wie der sich fahren lässt. Ich habe außerdem die Tür hinten aufgemacht. Wollen wir mal schauen. Wie gesagt, bin ich noch nie gefahren. Die Spiegel haben aber eine gute Position. Da bräuchte man eigentlich quasi die eingeblendeten Spiegel gar nicht mehr. Ich hoffe mal, der lässt sich so fahren wie der große Setra. Oh,
Oh, ich habe gerade aus Versehen mit der Spitze ein paar Pylonen umgeschmissen. Und wieder ein. Okay, ich muss mich erst wieder an den Bus gewöhnen. Sowas Großes. Aber ich denke mal, wir kriegen es trotzdem hin. Ich war auch gerade ziemlich flott unterwegs, muss ich sagen. Aber das ist cool, Doppeldeckerbus. Das ist cool. Ich habe gedacht, den haben wir noch gar nicht freigeschaltet. 680.000 kostet der. Boah, stolzer Preis. Stolzer Preis, aber auch wirklich cooles Teil. So, diesen Bus weisen wir jetzt auf jeden Fall auch noch der Route 21 zu. Als Vollzeitbus. Dann ist das perfekt ausgelastet quasi und dann können wir auch direkt schon durchstarten. Und zwar geht die Route hier los. Ich würde aber gerne eigentlich bei Haltestelle 1 beginnen. Deswegen mache ich da eine Schnellreise hin. Achso, dann ist der Bus ja gleich mit uns da. Haha, naja, gut. Habe ich gerade ein bisschen vergessen. Wenn ich das richtig verstehe, was mir die Karte zeigt, sollen wir an der Haltestelle das erste Mal halten. Wir fahren jetzt einfach mal rückwärts. Und fahren dann wieder vorwärts die Haltestelle an. Das ist nämlich gerade Spielmobbing, was das wieder betreibt. Heute ja sowieso schon den ganzen Tag. So, ich hoffe, das zählt jetzt. Ja, scheint so. Gehen die eigentlich auch nach oben? Ja, tatsächlich, er geht nach oben. Muss aber ganz schön den Kopf einziehen. Sah gerade ein bisschen ungesund aus, was er da gemacht hat. Ja, wie gedacht, hier ist die Busspur. Die hatte ich schon mal beim Vorbeifahren wahrgenommen gehabt. Ich will an der nächsten Haltestelle nochmal kurz auf die Map gehen und in die paar Bushaltestellen schon mal da leveln. Die wir auf Timber Ridge schon haben. Also schon leveln können. Wir haben ja gerade noch ein bisschen Zeit. So. Da können wir natürlich nichts leveln. Da haben wir ja noch gar nichts quasi angefahren. Wundervoll. Aber hier können wir leveln. Da auch schon. Das Observatorium auch. So, sonst noch was. Hier unten können wir ganz schön. So, auf Stufe 5. Da können wir auch auf Stufe 5. Dann haben wir das auch erledigt. Da haben wir, glaube ich, jetzt alle hochgelevelt, was wir hochleveln können. Ja, das andere gucke ich dann mal. Die geht noch. Ich habe gerade noch gesehen. Gucke ich dann mal so nebenbei. Irgendwann außerhalb von der Aufnahme nach. Ich glaube ja, ganz so lange dauert es gar nicht mehr, bis wir mit dem Spiel durch sind. Also fühlt sich nicht so an, als geht es noch ganz so lange. Wir haben zwar noch ein paar Gebiete, die wir freischalten müssen, aber wir haben jetzt, glaube ich, schon alle Busse soweit freigeschaltet. Es sind auch nur noch ein paar übrig, glaube ich. Ach verdammt! Ich habe vergessen, die Haustür abzuschließen. Müssen wir nochmal nachschauen, aber ich glaube, es war nicht mehr ganz so viel gesperrt. Stadtgebiete haben wir auch nicht mehr ganz so viele. Weiß nicht, ob es noch so lange dauert. Kommt drauf an, was noch natürlich für Missionen kommen. Ob sehr zeitaufwendig oder nicht. Aber ansonsten, ich finde, wir kommen eigentlich wirklich sehr, sehr flott voran. Also sehr gut.
ist halt auch irgendwie so ein Spiel. Einfache Fahrt, bitte. Kann man immer mal zwischendurch spielen. Man muss zwar wieder dann reinkommen, wenn man eine kurze Pause gemacht hat mit dem Spiel, aber so zwischendrin, ja, es macht halt schon Spaß. Es ist nicht ganz so realistisch, muss man sagen. Die Busmodelle sehen aber super aus, die sind realistisch. Also vom Optischen auf jeden Fall, vom Fahrgefühl her würde ich sagen, nein. Aber vom Optischen. Und ja, so zwischendurch macht es richtig Spaß. Und durch diese Mission hat man auch irgendwie immer den Drang, weiterzumachen. Also würde es nach mir gehen, würde ich wahrscheinlich 10 Wochen hintereinander das Spiel einfach durchzocken und aufnehmen die ganze Zeit. Aber natürlich kann man das nicht machen, man hat ja noch andere Sachen im Leben zu tun. Aber die Missionen bringen einen halt alles dazu, weiterspielen zu wollen. Man will ständig weitermachen, gucken, wie der nächste Stadtteil ist oder der nächste Bus, den man freischaltet, wie der sich fahren lässt. Es hat halt irgendwie so einen Anreiz, immer weiterzuspielen. Ich hab versucht, Steven zu erreichen, aber er geht nicht dran. Das ist halt sowas, was mir zum Beispiel bei The Bus fehlt. Ich meine, klar, The Bus ist mehr auf Realismus ausgelegt. Ist zwar, denke ich mal, auch nicht so hundertprozentig realistisch, aber ist mehr auf Realismus ausgelegt. Da schaltet man nichts frei. Finde ich ja an sich nicht schlecht, aber da fehlt halt mir so ein bisschen der Anreiz. Wenn ich jetzt 10-mal die eine Linie gefahren bin, finde ich es irgendwann langweilig, weil nichts zwischendrin passiert. Ich habe keinen Anreiz, unbedingt weiterzufahren, weil ich schalte ja nichts frei. Das hat halt der Bus-Simulator hier. Deswegen spiele ich den hier öfters eigentlich und ab und zu, wenn ich mal was Realistischeres haben will, wo ich nichts freischalte, dann spiele ich mal eine Runde The Bus. Oder wenn man es halt ganz realistisch haben will, dann oder am realistischsten haben will, dann spielt man Lotus zum Beispiel oder Omsi, wenn man Bus fahren will. Lotus ist ja noch nicht so hundertprozentig für Busse ausgelegt, beziehungsweise es funktioniert schon, es gibt ja auch schon den ein oder anderen Bus, aber halt noch nicht wirklich viele gute Strecken zur Auswahl. Ich glaube, in der Kleinfurt-Map kann man, glaube ich, mittlerweile mit dem Bus fahren, aber habe ich auch noch nicht gemacht persönlich. Weil Lotus-Performance ist natürlich auch noch so ein großes Problem und deswegen macht das Busfahren nicht ganz so viel Spaß, wenn man sich da durch die Gegend ruckelt. Ich brauche eine Fahrkarte. Aber ich denke mal, das wird noch. Hallo. Ist ja ein Early Access-Titel. Danke. Aber Omsi zum Beispiel ist ja zum Busfahren wirklich perfekt. Problem ist halt nur bei Omsi, bei mir auf dem System, es ruckelt ziemlich. Ist natürlich ja, auch nicht mehr so ganz zeitgemäß. Grafisch ist natürlich durch diese ganzen Nachladeruckler auch nicht so ganz zeitgemäß, sag ich mal so. Ja. Aber so an sich ist vom Busfahren her, wenn man wirklich Busfahren will, Omsi der beste Simulator dafür. Wenn man natürlich von dem Ruckeln nicht so gestört wird. Was ich ja aber irgendwie überhaupt nicht so verstehen kann, ist, dass noch so viele neue Add-ons quasi für Omsi entwickelt werden. Weil eigentlich ist Omsi ja, es wird nicht mehr weiter unterstützt, es geht da nicht mehr weiter, die Nachladeruckler bleiben quasi im Spiel. Ja, man kann die Karte eigentlich nicht so geil gestalten, wie man es vielleicht gerne machen würde, wegen der Performance. Verstehe ich nicht, warum da irgendwie noch so viele Add-ons für gemacht werden. Ich meine, schön, dass es gemacht wird. Auf jeden Fall. Aber wäre halt irgendwie auch cool, wenn die Entwickler vielleicht auf eine bessere Plattform umsteigen oder auf die neuere Plattform. Hi. Für Lotus zum Beispiel. 301.000 für die Runde gekriegt. Sehr schön. Die machen Videospiele, stimmt's? Eigentlich wäre es auch schlauer, wenn wir die Haltestelle andersrum anfahren. Eigentlich. Vielleicht müssen wir das nochmal ändern. Weil wenn man halt irgendwie an Omsi denkt, dann sehe ich da eigentlich keine Zukunft mehr. Irgendwann ist Omsi so alt, dass es nicht mehr auf dem aktuellen Windows laufen wird. Wird auch irgendwann passieren. Und dann gibt es halt noch so viele schöne Add-ons und man hat eigentlich nichts mehr von. Das ist eine Baustelle. Das ist ja cool. Und wäre noch ein Grund, dass wir die Route andersrum anfahren.
Ach komm, als wäre hier jetzt kein Platz, dass der da dran vorbeifahren kann. Ja, komm. Auf. Ich mach mal meinen Blinker aus, ich glaube, der stört die. Ja. Bin ich gerade ans Mikro gestoßen? Upsi. Ansonsten weiß ich gar nicht, was es noch für gute Bussimulatoren gibt. Ich habe zwar auf Steam ein paar auf der Liste stehen, auf der Wunschliste. Oder einen zumindest. Aber ob der jemals was wird, ist auch die Frage. Also die größten Hoffnungen habe ich auf jeden Fall bei Lotus. Ich glaube einfach, der Simulator wird viel Abwechslung bieten, wenn der mal soweit brauchbar ist. Performance-Technik, ihr wisst, nicht ganz so geil momentan. Aber ich denke mal, der wird die meiste Abwechslung bieten und alleine halt ein Spiel zu haben, wo man Straßenbahn, Zug, Bus, O-Bus, U-Bahn, S-Bahn, alles zusammen im Multiplayer spielen kann. Oder alleine auch im Singleplayer mit KI und so weiter und so fort. Es ist schon eine Hausnummer. Ich glaube, da würde sich kein größerer Entwickler dran trauen und Lotus wird halt dann von so einem kleinen Team quasi gebaut. Ich glaube, zu zweit sind sie aktuell. Ja, ist schon ein enormes Projekt. Klar hat man da so ein bisschen Bedenken, ob das überhaupt was wird oder irgendwann eingestellt wird, weil man sich übernommen hat. Also so Bedenken habe ich manchmal, weil ich da auch schon viel Geld reingesteckt habe. Aber bis jetzt geht es ja eigentlich doch gut voran, muss man sagen. Hi, ich brauche eine Fahrkarte. Und das Coole ist halt, dass da der Editor dabei ist. Der Map-Editor und ein Content-Tool, wo man Fahrzeuge einbinden kann und so weiter und so fort. Bieten auch nicht alle Spiele. Oh, es ist so schön, wieder in einem dieser neuen Busse zu fahren. Nächster Halt, Southmore West. Okay, sind wir auch noch nicht runtergefahren. Aber wie gesagt, so für zwischendurch, der Bussimulator macht schon echt Laune. Nur man darf halt nichts Realistisches erwarten, außer die Busmodelle. Dann ist man, glaube ich, ganz zufrieden mit dem Spiel. Ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Danke. Oh, wir sind ja viel zu früh. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ach du Kacke, wir sind ja 5 Minuten 50 zu früh an der Haltestelle angekommen. Wie haben wir das geschafft? Bin ich so gerast? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Upsi. Naja. Okay, jetzt aber geht's direkt quasi schon weiter mit der ersten Haltestelle wieder. Na gut, die fahren wir noch an. Und dann würde ich sagen, geht's in der nächsten Folge dann weiter. Mit der Mission. Nächster Halt, South Gavilan Way.
beziehungsweise die könnte ich auch eigentlich offscreen weitermachen. Ist jetzt eh nur noch hauptsächlich Bushaltestellen anfahren, die Menschen sind dann eh automatisch dabei und dann seid ihr wieder quasi am Ende der Mission mit dabei, würde ich mal jetzt so vorschlagen. Aber schöner Bus, muss man sagen. Lässt sich gut fahren. Sieht cool aus. Doppeldecker hatten wir auch noch nicht. Ist auf jeden Fall mal was anderes. So, wir sind da. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da. Und vergesst nicht zu abonnieren. Das unterstützt mich mega und freut mich mega. Und dann würden wir uns auch in der nächsten Folge oder in einem anderen Let's Play auf meinem Kanal wiedersehen. Macht's gut. Bis dahin.